Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ziehe ich sie um und erzähle euch, wie wir sie mittlerweile, also wie sie heißt. Viel Spaß beim Video! Okay, ich hoffe, ihr könnt uns gut sehen. Sind sie die Kleine? Ich glaube nicht 100%, ich muss noch etwas. So, ich glaube gehen, ne? Sieht die Füßchen immer schlecht. Hier sind die Füßchen. Ja, genau. Also wir haben uns sehr lange überlegt, wie wir sie nennen sollen. Wir sind ganze Listen im Internet durchgegangen. Genau, aber die kleine Maus heißt Marla zum ersten Namen und den zweiten Namen haben wir Theresa genommen, also Marla Theresa. So soll sie heißen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt irgendjemand den Namen gestohlen habe, aber wir sind eigentlich nur auf Pinterest gegangen und haben uns da, also ich hauptsächlich bin da drauf gegangen und habe die dann alle meinem Mann erzählt und er hat dann halt ja, nein gesagt und dann irgendwann haben wir uns dann geeinigt. Weil es kommt ja noch ein Baby nächstes Jahr und da wissen wir noch gar nicht so richtig, ob wir jetzt den Namen wollen, den wir vielleicht ausgesucht hatten. Aber der hätte nicht auf sie gepasst. Genau, das ist also die kleine Marla Theresa. Ich ziehe jetzt auch mal noch eine andere Windel an. Wieder eine Pamper. Dann hat sie nicht so einen großen Hintern. Wenn ich glaube, ich möchte jetzt gerade was Selbstgenähtes anziehen, da passt das nicht. Ja. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Namen auch toll findet. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr davon hält. Haltet. Ja. Okay. Genau. Ich ziehe jetzt als erstes den H&M Wickelbody an. Ich finde die am praktischsten zum Anziehen. Ein bisschen nicht über den Kopf. Ne? So, und ich würde mich wie immer riesig freuen, wenn wieder neue Kommentare kommen und auch Videowünsche. Ich versuche gerade immer an die zu machen. Manchmal ist man so einfallslos. Genau, dann Söckchenweise. Ah ja, was ich auch noch sagen wollte, ich werde nur wöchentlich posten, weil ich möchte, wenn dann vernünftige Videos machen und was wollte ich jetzt sagen? Und ich habe einfach nicht mehr Zeit von Arbeit und Schule her. Das geht nicht. Dann ziehe ich ihr die graue Hose an, die ich selbst genäht habe. Das ist eine Leggings, wobei der Stoff fast ein bisschen zu fest ist für eine Leggings. Aber was ich auch mal wollte, das habe ich schon lange gesagt, gell? Dass ich euch mitnehme, wenn ich nähe, aber zurzeit komme ich nicht wirklich zum Nähen. Wie gesagt. Perfekt, die passt perfekt. Und dazu meinen Lieblingspulli, den selber genähten Blümchenpulli. Der ist so schön.
Den habe ich so gut hingekriegt. Also da bin ich richtig zufrieden. Außer, dass hier quasi ein Stück Rand ist. Aber wer sieht das? Und vor allem, das gehört dazu. Ich hatte eben von dem Stoff nicht mehr so viel quasi. Und ich wollte aber unbedingt nochmal so einen Pulli nähen, weil der erst hier nicht so gut geworden ist. Und der ist so gut geworden. Auf den bin ich echt stolz. Und schaut mal, wie süß sie aussieht. Voll hübsch. Voll hübsch, meine Mala. Ne? So süß. Jetzt können wir noch einen Schnuller nehmen. Wartet mal kurz, ich glaube, ich habe hier oben einen Schnuller, oder? Hier einen Schnuller, ja. Hier habe ich einen Schnuller, ja genau. Der passt auch jetzt, oder? Dazu das Schleifchen. Das gefällt mir nicht so. Nee, ich hole einen anderen Schnuller. Diesen Schnuller, der ist doch schön. Passt auch. Und das Schleifchen. So. Da ist sie schön gemacht. Schön gemacht, die Sigma-Aus. Und das ist so schön, sie kann jetzt auch so ein bisschen auf der Seite liegen. Das sieht so toll aus. Und ihre Fingerchen. Sehen so echt aus. Ja, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch für Videos gerne hättet. Oder ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, ist kostenlos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.